Woher kommen die Kartoffeln? Die Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule Plauen haben darauf eine Antwort. Das Wissen haben sie nicht nur aus Büchern oder aus zweiter Hand. In einem Projekt, das sich über ein ganzes Jahr hinzog, haben sie hautnah miterlebt, was notwendig ist, um schließlich eine Kartoffel in den Händen zu halten. Die Kinder haben die Kartoffeln hier im Frühjahr selber gelegt, Anfang Mai. Waren also Mitte, Ende Juni da, wo sie die Kartoffeln mal in der Blüte gesehen haben. Die Kartoffellese heute Vormittag auf dem Feld, gleich gegenüber von Gündels Kulturstall, bildete den Höhepunkt. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Stadtwerke Plauen. Der Vitalverein hat sich also bei unserer jährlich stattfindenden Sponsoring-Aktion Deine Energie für deinen Verein beworben. Da können alle Plauener Vereine im Zeitraum von Januar bis März ein Projekt einreichen und sie haben am Ende den ersten Platz erzielt und damit die 2000 Euro Preisgeld gewonnen. Das Vorurteil, dass Kinder heutzutage nur noch mit Smartphone und PC zu begeistern sind, das konnte Ulrich Gündel nicht bestätigen. Sie sind begeistert und man muss sie nur richtig heranführen. Auch die Lehrer der Astrid-Lindgren-Grundschule Plauen sind von dem Projekt und der praktischen Wissensvermittlung begeistert. Auf alle Fälle ist es für die Kinder, wenn die das erleben, eine ganz andere Situation, als wenn man an der Schule nur mit Bildern das Ganze zeigt. Abgeschlossen wird das Ganze dann mit einem leckeren Schwenkkartoffelessen in der Scheune.